Na, ich denke, das könnte besser werden, liebe Zocker und YouTuber. Willkommen zurück zu Juno. Ich bin immer noch an meiner ersten richtigen Rakete am Basteln. Wir haben ja bis jetzt ein paar Spielereien gemacht und haben ein paar Tutorials gemacht. Aber das ist meine erste richtige Rakete, die einen Satelliten ins All bringen soll. Und wie viel kostet uns das Ding? Oh, mal locker 200k. Oder sagen wir mal 193k, da steht's. Das ist also eine ganze Menge eigentlich. Wir haben ja nur 1,2 Millionen. Das heißt, danach haben wir noch eine Million. Das ist aber okay. Ich werde versuchen mit dem Ding... Ich habe es ein bisschen umgebaut. Wir hatten ja beim letzten hier unten einfach Feststoffbooster drunter gepackt. Die waren aber nicht so gut zu gimbeln. Also habe ich hier draußen Feststoffbooster dran gepackt. Habe hier noch eine Middle Stage eingebaut, die natürlich optimiert ist für, das können wir mal kurz zeigen, das müsste Stage 2 sein, die optimiert ist für eine Höhe von circa 20 Kilometer. Das sehen wir dann auch hier, wenn wir da auf 20 Kilometer gehen, wobei im Vakuum arbeitet es auch noch ganz gut. Und die hier, die letzte Stage, die ist natürlich fürs Vakuum optimiert. Wenn wir da nämlich runtergehen, da sehen wir, ah, da geht das Thrust Rate Ratio und alles andere runter. Also die hier ist noch für die Atmosphäre optimiert, die hier auch, und die hier ist fürs Vakuum. Die hier können wir sagen, so bei 8 Kilometer. Da drin ist der Satellit und wir können uns ja nochmal das Staging angucken. Stage 1 sind diese Engines, Stage 2 sind die seitlichen Interstages hier und die Gnome Engine, die irgendwo ist, achso, die da unten ist. Stufe 3 ist die Interstage und die Gnome Engine und Stufe 4 müsste dann der Satellit sein. Und ich würde mal sagen, das Ding versuchen wir jetzt mal nach oben zu bringen und möglichst viele Sachen damit zu bewerkstelligen. Was müssen wir denn machen? Fireworks lassen wir erstmal aus, Village Rails aus, Sideways, drop a rocket far from the village. Ich denke, das klappt auch nicht, weil da müssen wir, glaube ich, Fallschirme bauen, beziehungsweise wir müssen überhaupt einen Wiedereintritt schaffen. Was ich jetzt erstmal machen möchte, ist den Joule Orbit schaffen, das heißt auf eine Apoapsis von ca. 91 Kilometer plus minus irgendwas und eine Periapsis von 89 Kilometer. Die müssen wir hinkriegen. Aber da fällt mir noch 7 Teile ein, da bräuchte man vielleicht eine Batterie. Wie viel Batterie haben wir denn da? 100%? Na, mal gucken. Bin mir nicht so sicher, nicht, dass wir da... dass uns da der Saft ausgeht. Und wir müssen den Satelliten absetzen. Dafür müssen wir eine Periapsis über 80 Kilometer haben und dann den Satelliten aussetzen. Das probieren wir alles mal aus. Ich werde vorsichtig steuern mit diesen, mit den Feststoffboostern, weil wir halt noch keine, die sind halt ungegimbelt und die verlieren relativ leicht die Kontrolle. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo Osten ist. Wo ist denn Osten hier? Da war Osten, richtig. Ich würde mal sagen, 3. Moment, erstmal hochsrotteln. So, hochsrotteln. Wir gehen auf. Und dann sagen wir mal 3, 2, 1. Boah, ist das laut. Ist das laut. Ich entschuldige mich jetzt schon. Ich steuere erstmal. Ich gehe erstmal so auf 1000 Kilometer. Auf 1000 Kilometer, auf 1000 Meter hier über Boden. Und dann fange ich an, so ein kleines bisschen zu kippen. Was haben wir an Sprit? Ah, sieht gut aus. So, ein bisschen kippen müssen wir ja schon mal. Kippt die Geschichte? Ja, ja, sie kippt. Alles gut, alles gut, alles fein. So, wir sind auf 40% Treibstoff. Ich habe ja ungefähr die Engine hier auf 10 bis 20 Kilometer getrimmt. Also... Sagen wir mal, nicht getrimmt, sondern eingestellt. Werden wir gleich sehen. Wir sind gerade mal bei 5 Kilometer. Oh, sie sackt schon durch, obwohl ich sie eigentlich dahin gekippt habe. Aber egal, wird schon klappen. Jetzt wird es etwas leiser, das ist schon mal ganz gut. Noch 10% Treibstoff. 7, 6, wo haben wir unsere Trajectory? Da, 15,9 Kilometer, alles cool. So, 10 Kilometer, das läuft eigentlich ganz gut. Bereit machen zum Destagen. Und Fluff. Ruhig schon ein bisschen mehr kippen. Jetzt haben wir nämlich die Engine, die auch gegimbelt ist. So, wir achten auf unsere Apoapsis, die müssen wir nach oben bringen.
Geschwindigkeit nimmt noch zu. Wo haben wir denn die? Da ist die Performance. TWR ist 1,6, das ist gut. Time to burn 1,8 Minuten ist auch gut. Delta V ist auch super. Feini ist alles schön, alles schön. Luftdichte. Auf welcher Höhe sind wir? Auf 20 Kilometer, da wo das Ding auch arbeiten soll. Alles cool. So, lass gucken. Apoapsis 40 Kilometer. Brenndauer ist noch dicke vorhanden, alles gut. Und wir gehen schön in den Seitflug, in den Seitenflug über, bitte. Weil wir wollen ja, wir sind schon auf 50 Kilometer, wir können noch ein bisschen weiter runter. Ich glaube, bei 80 Kilometer fängt hier in diesem Spiel die... Kann noch ein bisschen runter. Apoapsis schon auf 60. Ja, komm meine Dicke. Und wir haben noch 35% Sprit. Wir sind schon auf 80 Kilometer. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es diesmal hinkriegen, weil wir haben ja noch eine weitere Stufe. Wir sind jetzt schon auf 80. So, wie sieht's aus? Sieht es gut aus? 90. Ja, eigentlich schon zu viel Apoapsis. Aber ich lasse die Stufe noch ausbrennen. Auf welcher Höhe sind wir? Auf 70 Kilometer. Wir sind schon fast raus aus dem All. Aus der Atmosphäre. Was haben wir für eine Geschwindigkeit? Oh, schon eine ganz ordentliche. Periapsis. Keine Ahnung, wann die... So, wir machen mal kurz... Das war die Stufe. Wir machen mal kurz die Stufe aus. Wir gucken mal ganz kurz, sind wir auf dem aufsteigenden Ast? Ja, wir sind in 3 Minuten, kommen wir bei der Apoapsis an. Wie sieht unser Kurs aus? Der sieht eigentlich... super aus. An der Stelle werden wir dann halt nochmal ein bisschen Schub geben hier. Können wir eigentlich schon Manöver bauen? Irgendwann konnten wir Manöver bauen. Orbital Details, ich weiß nur nicht wie. Object Details, Map Info. Irgendwie konnten wir Manöver bauen. Aber frag mich nicht wie. Wir fliegen das jetzt erstmal per Hand. Ausrichten auf Prograde, bitte. Jetzt müssen wir mal gucken, was wollen wir für eine 91 zu 89 wollen wir fliegen. Hier steht es, 91 zu 89. Da sind wir schon drüber, den Satelliten deployen wir aber noch nicht. 91 zu 89, lass mal gucken, wann sind wir da? Da. Wir schauen uns mal kurz an, was kann unser... Das wollten wir gar nicht. Das hier wollten wir. Was kann unsere TWR? Ja, TWR ist im Moment natürlich nicht vorhanden. Delta V. Wir haben noch 2,88 Delta V. Das müsste ohne Probleme reichen. Ich gehe mal ein bisschen in den Zeitverlauf. Noch 30 Sekunden. So, wir geben mal Schub, würde ich sagen. Und zwar Prograde. Wie weit ist es noch? 17 Sekunden bis zur Apoapsis. Sehr gut. Wir ziehen die Kiste jetzt natürlich hier rum. Und gehen erstmal auf eine Periapsis von 89 oder sowas. Komm, schieb die Kiste. Treibstoff. Was sagt der Treibstoff? Der sagt gut. So, da kommt unsere Periapsis. Ich schiebe sie ganz vorsichtig auf 89 Kilometer. So. Ganz genau auf 89 packen wir die jetzt. Ah, 89, so, hätten wir geschafft. Jetzt müssen wir noch einmal rum und die Apoapsis runterziehen. Wir gucken mal ganz kurz, was sagt unsere Batterie, wunderbar. Das heißt, wir warten jetzt, bis wir da sind. Kann man bis hierhin vorspulen irgendwie so?
to the next mode. Toggle to have player perform an auto burn. Das ist die Frage. Orbit Details haben wir ja hier. Item Visibility, Map Options. Wie setze ich hier Manöver? Oder ich kann das noch nicht. Das kann natürlich sein. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier in den normalen Zeitvorlauf. Und müssen uns hier natürlich retrograd ausrichten. Retrograd. Zip. Und ziehen dann die Periapsis runter. Sobald er ausgerichtet ist, er ist ausgerichtet. Auf was müssen wir? Auf 91, ne? Na komm. So, das hätten wir geschafft. Das wäre der erste. Was haben wir dafür gekriegt? 400.000. Ah, also quasi das Geld ist schon drinne. Das ist schon mal gut. So, jetzt müsste man nur noch den Satelliten Detach GlobeSat. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wenn wir den jetzt aussetzen, Payloads, das müsste der richtige sein. Ne? Ich speichere vorsichtshalber, man gibt garantiert einen Quick Save. Ich probiere es mal. Ist das hier Quick Save? Quick Save Complete. Okay, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das genau richtig gemacht habe. Ich setze mal jetzt den Satelliten aus. Ja, Detach Satellite. You have completed contact. Ich weiß nicht, wo der Satellit ist. Ich habe den Verdacht, der ist noch da drin. Das heißt, das hätten wir jetzt erstmal geschafft. Da hätten wir ordentlich Kohle gemacht. Ich glaube, den hätte ich außen dran lassen müssen. Oder ich hätte das Payload. Ich hätte das Ding hier. Warte mal, das hätte ich, glaube ich. Fill the tank during fuel transfer. Ne, wie kann man den irgendwie abwerfen hier? Was ist denn das hier? Der Nose Cone. Kann ich den rausschmeißen? Keine Ahnung, was das heißt. Was ist das? Disable Fuel Transfer. Ja, Tankset. Ist uns aber jetzt auch gerade egal. So, wir haben jetzt noch ordentlich Sprit da drin. Das heißt, wir können damit tatsächlich noch was machen. Ich überlege was. Wir könnten natürlich... Wie viel Delta V hatten die Kiste noch? Wir könnten natürlich versuchen, eine Auto-Burn-Landung zu machen. Was haben wir denn? Wir haben eine Orbitalgeschwindigkeit von 3,4. Wir haben eine... Wie viel Delta V hat die Kiste noch? 2,3 Delta V. Das wird nicht reichen, um uns runterzubringen, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Aber ich probiere es trotzdem mal aus. Pass auf. Ich versuche mal, die Kiste irgendwie halbwegs... Ich versuche sie mal irgendwie zu landen, weil wir müssen ja eigentlich nur down crashen. Und zwar, wir geben jetzt mal, wir sind retrograd ausgerichtet. So. Das wird definitiv eine Landung. Wir gehen mal in den Zeitvorlauf. Ich glaube, die Atmosphäre fängt so bei 80 an. Hoppala. Jetzt gucken wir mal, wo sind wir? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Jetzt ist er wieder da, wo er sein soll. Wir sind retrograd, wir haben 3,3 drauf. Wir haben noch eine Delta V von keine Ahnung was. Ich gehe mal Full Speed Retro. Vielleicht können wir das Ding ja dazu bringen, nicht zu verglühen beim Wiedereintritt. Und dann können wir nämlich den dritten hier auch noch schaffen hier. Dass wir quasi 30 Kilometer von unserem Startpunkt, und das sind wir dicke, crashen. Das heißt, ins Wasser fallen. Wir wollen ja eigentlich nur ins Wasser fallen, mehr wollen wir gar nicht. So, was sind wir auf 2000, quasi auf Mach 2, wenn man so will? Nee, stimmt gar nicht, wir sind überhaupt nicht auf Mach 2. Wir sind auf Mach 6 oder sowas. Immer noch ein bisschen viel.
Naja, wir gucken mal, ob es vielleicht funktioniert. Jetzt sind wir auf Mach 5. Ich lasse mal noch 10% vom Sprit drinne. Das heißt, ich gehe mal jetzt raus hier. Jetzt werden wir natürlich wieder schneller. Ich will nur den Wiedereintritt überleben. Mehr will ich gar nicht. Damit wir den dritten Auftrag hier noch loswerden. Dieses komische Going Sideways oder wie das heißt. Da, Going Sideways. Es geht auf jeden Fall schön runter. Und ich glaube, wir müssen gleich nochmal bremsen. So bei 40 Kilometer hau ich mal den restlichen Treibstoff raus. Oder bei 30 Kilometer. 40 Kilometer hat der Olle Baumgartner gemacht. Ich habe in dem Spiel noch gar keine Hitzeschilde gesehen. Gib mal Gegenschub hier, komm. So, jetzt sind wir auf Mach 3 gleich. So, Mach 3, also Mach 2, irgendwas. Und wir werden weiter abgebremst. Ich glaube, das hat gereicht für einen ordentlichen Deorbit. You have completed flying exceeding 100 Kilometer. Habe ich das? Na, das ist okay. So, ich würde sagen, den Wiedereintritt haben wir mehr oder weniger überlebt. Jetzt müssen wir nur noch ordnungsgemäß crashen, damit wir hier das hier noch schaffen. No need to survive this one. Genau, wir müssen einfach nur einen Touchdown produzieren. Und dann haben wir das geschafft. Ja. Ich sag schon mal Plumps, ja. Was ist das da hinten? Das Bikini-Atoll? Ich weiß es nicht. Also mit aufgebohrter Grafik muss ich das auch nicht so verstecken vor KSP, muss ich sagen. So, wie viel hat die Batterie noch? 99%, alles cool. Plumps. Bling, auch geschafft. Da haben wir auch nochmal 40.000 gekriegt. Das ist nicht viel. Aber insgesamt haben wir den Vertrag abgeschlossen. Endflight. Recover Craft gibt es nicht. Safe Flight. So. Safe and Exit. So, wir haben jetzt satte 2,2 Millionen. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben 75 Tech-Punkte. Da können wir nochmal was ausgeben. Und zwar, was wollte ich denn noch haben? Ich wollte noch irgendwas ganz Bestimmtes haben. Was hatte ich halt hier geholt? Das waren die Maximum Stages. Das war gar nicht mal gut. Gar nicht mal schlecht. Orbitalmanöver mit RCS ist auch nicht übel. Ich glaube, das ist das nächste, was wir uns holen. Das sind neue Solid Booster. Würde ich mal sagen. Tubular Grain. Resulting in a ramping up thrust curve. Aha, okay. Double Anchor Grain. Ramping Down Thrust Curve. Wofür sollte man sowas benutzen? Was ist das denn? Powerful and cheap, but inefficient. Cannot be shut down once ignited. Also, es ist eine andere Form des Solid Boosters. Gust Generator. Also, ich glaube, den Rest können wir uns erstmal sparen. Eine gestrippte Vorso, so, das war nur Gemälde. Crew Limit, ein Chair, genau, Chair ist ganz wichtig. Wing Control für Surfaces. New Contracts, elektrischer Motor, Skyline Prop. Was ist ein Skyline? Ach, ein Propeller. Okay, cool. Elektrischer Motor ist auch nicht übel. Solar Panel. Wäre, glaube ich, für eine bemannte Reise auch nicht übel, oder?
Ich glaube, wir nehmen erstmal das Solar Panel. What is this? A generator capable of turning fuel into power. Sehr gut. Und diesen Thin Film, low efficiency but cheap panels, good enough to power your most basic needs. Okay, komm, nehmen wir das noch hier. Bisschen Fuel ist ja nicht schlecht. Und jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Wir haben ja noch den Village Race. Das können wir im Prinzip so nebenbei machen. Und was ist Short Route? Go through all checkpoint track distance 5,21 Kilometer. Signing Bonus. Ja, das ist natürlich auch nett. Das sind beides Bodengeschichten und wir haben eigentlich ein Bodenfahrzeug. Going sideways 100 Kilometer hätten wir auch gleich machen können. Was sind denn Wet Rockets? Achso, wir sollen eine Rakete in... Keine Ahnung, was wir machen sollen. Shockingly fast. Das ist ein neues... Was haben wir denn hier noch? Progression. CubeSat und Fireworks. Habe ich immer noch nicht gemacht. Launch a new craft. Launch with two CubeSats. Apoapsis. Ich meine, das würden wir eigentlich auch schon schaffen, ne? Das ist eigentlich auch was wir schon hinkriegen können. Aber wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen mal kurz dieses Village Race hier. Dazu machen wir mal hier Bild. Und dazu machen wir mal Loadcraft. Und hatten wir da noch unser... Ja, das ist er noch. Okay, den nehmen wir mal. Wo muss ich jetzt auf Laden? Zeig den genommen, oder? Habe ich den genommen? Ja. Jetzt kann man den launchen und können den natürlich auf dem Runway launchen. Da können wir mal ganz kurz hier für lau hier diese beiden Dinger ja machen. Village Race. Wo fängt denn das Race an? Das wüsste. Juno Statue. Goes through all the checkpoint in any order. Was ist denn das? Dark Vector, Upper Ratio. Wo ist das? Ach, da fängt's an. Okay. Okay, cool. Maintenance Tanker, Hangar, das ist das Upper Ratio. Weiß ich nicht, was das ist. Komm, wir probieren das mal. Was haben wir? 6 Minuten? Ach komm, das kriegen wir doch irgendwie hin. Brüm, brüm. 6 Minuten ist überhaupt gar kein Thema. Und Ding. So, one complete. Läuft die Zeit? Ich glaube ja. Oh, das ist zu hoch. Das ist nie passiert. Retry. Hier, retry, undo. Nee, retry. Du bist eine Napfsülze. Wie lange haben wir dafür Zeit? Stand da nicht irgendwas mit 6 Minuten? Weiß es nicht. Müsste eigentlich reichen. Eigentlich müsste ich mal noch ein schöneres Fahrzeug bauen. So, jetzt hier runter. So. Und jetzt keine Ahnung wohin. Irgendwo müsste das andere noch sein. Das sind, glaube ich, dieselben. Bin nicht sicher. Ich glaube, das sind dieselben. Das ist dieselbe Tour, die wir schon mal gemacht haben. Irgendwo hier müsste das sein. Irgendwo hier. Ich weiß nicht wo. Warum wird denn das nicht angezeigt? Ja, Haderlumpen. Keine Ahnung wo. Wie man nichts sieht, also wie ich nichts sehe. Sehr gut. Wo sind denn die Punkte? Mann, von dem einen entferne ich mich schon, das ist das Problem. Quietsch! Wenn ich wüsste, wo das ist. Da um die Ecke, hier lang.
da lang. Ich kann euch sagen, ich habe mich komplett verfahren. Wenn ich das hier so richtig sehe, bin ich gleich überall, nur nicht da, wo ich hin will. Hier ist der Brunnen. Vor dem Tore. Nee, ich habe mich komplett... Noch eine Minute, noch zwei Minuten. Ich habe mich komplett verfahren. Da hinten wäre die Statue. So, kommen wir da durch? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Ich glaube nicht. Bam! Ja, ja, bin durchgekommen. So, da wäre der zweite. Aber das Problem ist halt, dass wir die anderen, dass wir natürlich nicht in zwei Minuten schaffen. So, was ist das andere? Die Backdoor, die ist da hinten irgendwo. Da weiß ich noch ungefähr, da sind wir hier mal durchgefahren. Bam! Sehr gut. Nein, nein! So. Komm, das schaffst du noch. Das schaffst du noch. Ach, das ist, warte mal, das ist nicht die Zeit, die mir noch verbleibt. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Alles gut, alles gut. Die Backdoor war nämlich hier. So. So, das war die Backdoor. Ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin. So, und das Upper Patio, das war irgendwo anders. Warte mal, das war hier irgendwo. 3 Complete, 200 Meter. Ich nähere mich der Sache. Ich habe noch 3 Minuten. Bleib locker. 3 Minuten hast du noch. 3 Minuten ist mehr als genug. Ich glaube, wir müssen erstmal da rauffahren wieder. ...143, 44, alles cool, alles cool. So, rauf da. Entferne ich mich wieder. Also ich bewege mich eigentlich parallel. Ja, ist eigentlich gut. Es muss da oben irgendwo sein. Wo ist denn die blöde Upper Patio? Also ich nähere mich dem Ding, was auch immer es ist. Wo immer es ist. Wo ist das Scheißding? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Das ist die falsche Richtung. Das muss dann, muss es hier irgendwo sein. Da muss es, hier muss es irgendwo sein. Noch 4 Minuten. Wo denn? Ohne Witz, wo? Da, ich sehe es. Okay, Beeilung, du hast noch 4 Minuten Zeit. Was, nein, wolltest du gar nicht. Hier, komm, eine Minute noch hast du Zeit, alles gut. Nein, das ist falsch. Oh, mach's doch spannend, Fleck. Ist noch über eine Minute Zeit, alles locker. Papagio. Und Rinder. Puh. So. Endflight. Recover Craft. So. Hätten wir auch geschafft. Jetzt haben wir sogar noch mal ein paar Tech-Punkte gemacht. Aber jetzt wollen wir natürlich ins All. Wir spielen das ja nicht aus Jux und Dollerei. Nein, nein. Village Race 2. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir lassen mal das Village Race sein. Ich würde mal sagen, wir machen die CubeSat-Mission. Die nehmen wir mal an. Da müssen wir 2 CubeSats reinpacken. Apo Apsis 110, must be completed 180 Tage. Das ist 110 zu 80, das ist gar kein Thema. Signing Bonus ist auch kein Thema. Can no longer be accepted after 30 days. Okay, das machen wir natürlich hier. Das Fireworks haben wir auch accepted. Das sollten wir vielleicht mal irgendwann bewerkstelligen, aber das kommt noch. So, wir sind jetzt hier. Was ist ein Endurance Trip? Stay grounded. Drive around 25 Kilometer. Seid ihr bekloppt? Fast Roller machen wir auch nicht. Shockingly fast machen wir auch nicht. Wet Rockets. Nasse Raketen. Was soll man da eigentlich machen? Drop it in any ocean.
Vollkommen egal. Also, das können wir vielleicht auch noch machen, weil das kriegen wir vielleicht auch mit dem Ding noch hin. Going sideways nehmen wir auch an. So. Damit wir mit der Rakete auch vollkommen ausnutzen. So, wir gehen zurück in den Baumodus und das ist jetzt eigentlich total einfach. Ich sehe schon wieder, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Aber dafür nehmen wir einfach die Rakete, die wir eben schon benutzt haben, für die da. Und bauen das Ding ein bisschen um. Wartet. Den blöden Nosecone nehmen wir ab. Und packen mal, das ist ja ein. Warte mal, wie sehen denn diese CubeSats aus? Das sind die da, ne? Das ist ein CubeSat. So, können wir den mal bitte ein bisschen hier an die Seite tun? So, hier zwei Stück. Mirror, wie. Part Symmetry is not available at this position. It's only available for part connected to the side of the fuel tank. Bleh. Okay, dann eben nicht. Dann packen wir den CubeSat einfach so irgendwie drauf. So, das sieht total plausibel aus, oder? Ist das symmetrisch? Vielleicht sollten wir doch so eine Nose Cone drauf machen, nicht, dass uns die Dinger wegbraten. Ja. So, hier. Nose Cone. So, und dieses Ding, das hauen wir dann demnächst nach oben und werden die nächsten drei Contracts bewerkstelligen. Und ja, dann landen wir das Ding auch wieder irgendwo im Wasser, damit wir, wir haben gesehen, dass das klappt, damit wir da die ganze Geschichte abhaken können. So, aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage erstmal bis dann, denn euer Mr. Fleck aus Juno. Tschüssi.